Pettersson suchen Kontakt. Sie können sehr tief in der Deckung stehen, weil die Rhein-Neckar-Löwen. Sieht man jetzt hier. Das ist schon großer Sport, diese Abwehr. Und sie haben auch direkt den ersten technischen Fehler provoziert. Und Andi Schmid. Er versucht sofort aufs Tempo zu drücken. Und nun, mit Tempo dann an Flensburg. Große Vorteile. Glandorf haut erstmal den Pfosten weich. So, da geht Schmid in die Lücke. Das lässt er sich nicht bieten. Das muss aber eine gelbe Karte. Da gibt es die Lücke hier. Und da sieht man hier Lasse Swan, wie er ihn noch erwischt. Kann man auch eine gelbe Karte. Schwerer, vorgezogener Deckungsspezialist teilt die Abwehr und. Spezialistenwechsel bei Flensburg. Karlsson Abwehrchef, defensiv. Mahé offensiv. Der Doppelweltmeister. Super weitergeleitet auf Grötzki. 2-1 Rhein-Neckar-Löwen. Spezialistenwechsel bei den Rhein-Neckar-Löwen. Guardiola für Schmid. Gibt die gelbe Karte für Sigurdsson. Ausgleichstreffer. Das kann natürlich auch ins Auge gehen, denn Pettersson ist wirklich ein unglaublich starker Spieler, der auch 1 gegen 1 Situationen gut lösen kann. Auch hier. Rhein-Neckar-Löwen spielen über die Außen. Ja. Treffer Sigurdsson. Aber auch hier alle zu passiv in der Abwehr. So, da ist die Lücke für Glandorf. So. Den haben sie noch nicht auf der Rolle. 2 Tore, Holger Glandorf. Das macht er auch wieder mal überragend. Zweite Parade Andersson. Mahé, sie haben mit dieser 5-1-Deckung gerechnet. Nächster technischer Fehler. Dritte Parade Matthias Andersson. So, jetzt kommt Karlsson mal als locker ein bisschen raus. Er muss Kontakt kriegen da zum Dänen Mats Mensah Larsen. Super das Anspiel auf Pekela. Welche Möglichkeiten haben die Fans wohl gegen diese Abwehr? Man sieht schon, sie versuchen jetzt mit weiten Bewegungen und viel in die Tiefe und Bewegung ohne Ball auf die guten Positionen zu kommen. Das gelingt hier in diesem Fall eigentlich auch. Herr Pettersson noch die gelbe Karte, Freiwurf und nicht mehr. So, das sind die Bewegungen von Lauge. Ja. Und 2 Minuten Pettersson. Nein, 2 Minuten Guardiola. Guardiola, Entschuldigung. Pettersson schon, der Kontakt minimal, da kam der Schubser. Ja, er hat das Duell verloren. Ganz einfach. Rhein-Neckar-Löwen in Unterzahl. Schnelles Tor von Flensburg durch Lauge. Tor der Rhein-Neckar-Löwen ist leer. Sie kompensieren so die Zeitstrafe mit dem zusätzlichen Feldspieler. Frontal in Richtung Abwehr. Herrschen sehen wir jetzt hier schön mit beiden Beinen eingestemmt, lang hoch, mit gut. Flensburger Abwehr wird jetzt offensiver, kommt mehr raus. Jetzt wird durch Pekela wird sie wieder tiefer gedrückt. Schmid hat Platz, die Lücke und das Tor. Zum ersten Mal 2 Tore Führung der Rhein-Neckar-Löwen. Eine Aufforderung an Holger Glandorf, das zu korrigieren. 3 der. Oh, Pekela hat Platz, kann noch abspringen. 9 Minuten gespielt, 12 Tore. Die Mannschaften haben sich was vorgenommen. Ja, sie spielen auch wirklich sehr konsequent die erste und zweite Welle, vor allem die Flensburger mit Lauge. Sehr guter Schritt. Ja, Pekela, unglaublich, wie er da die Wege schafft. Sensationell. Und Pettersson fingert den Ball da vor Toff. Tempo-Gegenstoß, Grötzki. 3 Tore Führung, Rhein-Neckar-Löwen. Wichtiges. Aber eigentlich muss er den halten. Er sitzt im Eck. Auf der Halbposition zum Erfolg führen. Pettersson abgefälscht, Ball ins Tor. So, und aus dem Handgelenk spielt Andi Schmid auch da wieder diesen Pass.
Oh, da hat es aber gerochen. Den hat Toff gekannt. Den hat er gewusst. 1-1 von Wanne. Andere Seite Swan muss weglassen. Sigurdsson ohne Faxen, kurze Ecke, rein den Ball. Jetzt sagt er auch einen Spielzug an, jetzt kommt wieder Bewegung aus dem Rückraum. Klanov empfängt Mensah bei 9 Meter. Das ist zu passiv. Tut mir leid. Tut mir leid. Das sehen wir jetzt hier. Schaut mal. Er kommt einfach auch. Er macht überhaupt keinen Ball. Er geht einfach geradeaus durch, hat den Wurfarm frei und wirft. Flensburger. Donnerwetter. Pekeler. 6 Tore vor Rhein-Neckar-Löwen. Um die Bewegung kommen. Um da es einfach breit hinzubekommen, so wie jetzt hier. Und dann 1-1 gegen 1 zu gehen. Das funktioniert. So wie Lauge hier. Das funktioniert. Morgensen ja. Nur. Und kommen Sie raus, hat Pekeler Freiraum. Ja, aber das muss doch erst mal so spielen. So viele Tore kannst du im Gegenstoß gar nicht erzielen. Ja, Lauge wird sich schnell. Angriff machen. Ich will jetzt nichts lostreten in den Foren. Ja, Lauge 4 Tore. Jetzt kommt und das auch noch. Ja, das war der Rechtsaußen. Nur zur Information. Patrick Götzli als Rückraum-Shooter. Da lauert Palika. Ja, was machen sie jetzt? Oh, Pettersson darf auflösen. Das findet er auch ganz besonders gut. 2 Minuten für Morgensen. Geschubst gegen Pekeler. Sie bearbeiten ihn zu zweit. Hier, gucken wir. Ja. Ja, aber nur macht ein bisschen mit dem Rücken und zack, 2 Minuten. Müssen die Schiedsrichter eigentlich so auch nicht pfeifen. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Andi Schmid. wieder mit dabei, Pettersson. Schiedsrichter geben das Tor. Pettersson bekommt gar nichts. Guckt euch das an. Schmid zieht an, er bewegt den Karlsson, schickt ihn erst weg und dann kommt er nicht wieder schnell genug zurück. Ja, aber jetzt fällt ein bisschen mitgemacht. Hier sieht man, ach ja, dann spielst du den Ball hinterm Rücken weiter. Da ist ja der Schmid, der haut ihn dann rein. Und hier, ja, schönes Anspiel, aber da kann man Pettersson durchaus auch mit Deckung. Mandegung. Mandegung, jeder hat einen. Zeitspiel angezeigt. Toff kriegt den Ball. So ein Torhüter zu wechseln. So, und jetzt 6-0 Abwehr. Schauen wir uns das mal an. So, ja. Einladungskarte für Morgensen. Nimmt er gleich mal an. So. Sie wissen, dass Handball hier natürlich in diesem Jahr noch nicht vorbei ist. 26. 27. Sie können sich den neuen Sky Plus Pro Receiver damit verdienen. Member, jetzt Member. Tor Nummer 17 der Rhein-Neckar-Löwen. Jetzt Mensah Larsen. Und Lauge war Thema. Das in der Deckung. Das ist schon ganz großer Sport, dieser Schritt von ihm. Genau wie das. Lauge 5 Tore, Schmid 5 Tore. Ja. Nein, müssen Sie nicht zurückpfeifen. Schnell ausgeführt. Nein, ja, Sie sagen, stand nicht. Innerhalb. Hier nochmal dieser Wille bei Schmid. Unfassbar. Aber das ist auch ein toller Schritt. Und dann schaut er noch und springt an Guardiola vorbei. Wirft nicht sofort, weil wenn er so schießt, unterbrechen. Das war so schön gespielt. Wo nimmt der Glanow den Ball mit? Wahnsinn. Ja, aber das ist die Arbeit von Lauge. Lauge. Hier sieht man, er zieht Guardiola rüber, opfert sich auf und... Torhüter weg. Wechsel hat nicht geklappt bei den Rhein-Neckar-Löwen. Schmid muss in die Verteidigung. Er kennt Lauge sofort. Abwehr im Raum. Dann sieht er, der Schmid ist da. Geht er sofort drauf. Maie. Und es...
Wow, ohne Faxen kennt Tamae. Zugriff. Und Pekeler arbeitet, bindet häufig zwei. Jetzt, Möller jetzt im Spiel. Jetzt stand die Abwehr. Oh, jetzt kriegt er 2 Minuten wegen Schauspielerei. .200 damit nicht einverstanden in der SAP Arena. Wir gucken zu. Er macht den Schritt noch nach vorn. Ja, aber die Schauspielerei, ja. Jetzt kann man in dieser Situation geben. Er hat es antizipiert, wo er hingeht. Aber sind wir mal ehrlich, das. Jetzt darf er die Entscheidung fällen. Jetzt darf er sie fällen. Schlecht. Genau richtig. Zack hier. Ja, aber nee, das siehst du gerade. Jula kommt im letzten Moment noch. Kreisläufer war frei. Und Landorf darf sich den Ball in Überzahl mit Körperkontakt da nicht nehmen. Da muss er einen Foul rausholen. Heute nicht dabei. Verletzt. Gudjon Valur Sigurdsson. Ja, aber vorher. Bud Spencer Larsson gewinnt das Duell. Kaleski, guter Pass. Und so, nochmal, wieder die Entscheidung von ihm. Ja, so ist das. Tor Nummer 6. Klandorf will die Aktion erzwingen. Romensa Sigurdsson gibt sie Meter. Keine Chance, wenn du dir damit viel Zeit lässt. Rhein-Neckar-Löwen wieder in der 5-1-Deckung. Flensburger mit Hampus Wanne. Und Appelgren führt sich mal mit einer Parade ein. Pekeler andere Seite, die Torhüter plötzlich im Spiel. Wanne, Mogensen, Lauge, Toft, Klandorf, Swan. Die erste Formation der Flensburger. 7 Meter SG. Ja, da kann man auch Schirmer vorpfeifen. Mogensen klemmt ein. Schöne Parade hier. Und das ist die Stärke von Appelgren. Da ist er so stabil geworden, auch von außen. Weil er abwartet. Ja, weil er abwartet, weil er wirklich auch dann die richtigen Entscheidungen trifft, Beine zumacht. Das ist schon gut. Kentang Mahé, sein drittes Tor in diesem Spiel. Aber wenn du natürlich auswärts beim deutschen Meister gewinnen willst, dann brauchst du auch Schiedsrichter, die dir zumindest eine Chance geben. Guck, das für Anspiel. Kann gar nicht kommen. Das kann nicht kommen, das Anspiel. Auf Pekeler. Fünftes Tor, Pekeler. Super, die Außen im Spiel. Die kriegen jetzt die Würfe, machen aber nicht die Tore. Kriegen die Deckung tief, Mogensen auf Lücke. Das hat jetzt ein, zwei Mal funktioniert. Und da versuchen sie sofort ein bisschen offensiver zu agieren, um diese Stufe wegzunehmen. Klasse Bewegung von Lauge. Takt ist da, wartest du dort eine Sekunde, ist das häufig ein 7 Meter. Chance für Flensburg, auf ein Tor ranzukommen. Klandorf durch. Oh, Pizza für Möller. Abwehr dran, Ball im Tor. Tor der Flensburger ist leer. Mogensen Lauge, die Lücke riesig. Und Appelgren, genauso wie Möller in der zweiten Hälfte, deutlich präsenter. Ja. Ja. Keine gute Ausbeute im Moment auch in der Offensive. Klandorf, Pekeler. Sigurdssons fünftes Tor. Was für ein Doppelpass. Sigurdsson, Pekeler. Das war aber auch die einzige Möglichkeit, weil Pekeler völlig falsch gelaufen ist. Oi. Ja. Ein Tor über die Außen. Da braucht man sehr, sehr gutes Timing dafür, um das zu tun. Zeitspiel angezeigt.
Aber Pekeler frei, geht auf Sigurdsson und der dreht ihn so gefühlvoll rein. Ist das eine Qualität. Flensburg und hier nochmal Gudjon, Valur, Sigurdsson. War der ein bisschen abgestanden? Ja. Auf sich. Ich finde auch eine mutige Entscheidung von Mike Machulla, ihn jetzt hier zu bringen. Denn Mogensen hat eigentlich funktioniert. Oh, den musst du machen. Keine Lücke. Keine Lücke. Gottfriedsson. Toft macht dann jetzt. Keine. Und 7 Meter. Ja. Der ist so kalt, der ist so gut. Ja, Zacharias ist der wendige Krallenspieler bei Flensburg. Campus Wanne. Hat er gewusst, wo er hin will. Oh Gott, Fritzson, Junge, was machst du da? Schiedsrichter lassen erstmal weiterlaufen. Ja, jetzt gibt's Freiwurf von 2 Minuten für Gottfriedsson. Da sieht man den Unterschied. Das hat Rasmus Lauge vorhin so. So, Tor ist leer jetzt. Jetzt kommt Appelgren. Appelgren ist das Mannheimer Spektakel in der zweiten Hälfte. Ja, das hat Andi Spiel vor 10 Sekunden genau so gemacht. Wanne bleibt drauf und Wanne macht sein erstes Tor. Wieder die Position der Kreisläufer. Ja, und am Block den Abpraller bekommt Paena. Ja, wenn jetzt natürlich noch solche Sachen passieren. So. Aber Fakt ist, ja. 21-19, Flensburg war dran. Ja. Und jetzt sind es 5. Ja. Füchse gegen Magdeburg am 27. Kiel gegen Lübbecke. Ein paar Beispiele. Ein kompletter Spieltag zu Weihnachten noch. Jetzt haben sie es gut gespielt. Geduldig, ja. Bis Sigurdsson. Richtig, mit Druck weiter, Pass zurück. Außen frei gespielt, schön gemacht. Schmied, oh, um die Kurve spielt er den noch auf Baena. Ballgewinn, Tor ist leer. Da ist Tor kein... ist leer. Jetzt hat er ihn, Zachariasen. Ja. Aber auch da, Schmied wickelt sich da um den Abwehrspieler rum, um dann den Bodenpass da noch auf Baena zu spielen. So, Glandorf, Zachariasen sperrt dort die Lücke frei. Ja, schön gespielt, gute Stufe. Lauge. Und auch den hat Appelgren. Die zweite Hälfte gewinnt Appelgren. Und jetzt sind die Leute auf den Vorhang. Wir geben die rote Karte. Da ist aber auch ein Foul. Musst du Freiwurf geben. In der ersten Halbzeit hätte man sich mal Gedanken machen können. Aber das waren deutlich zu viele Gegentore. Muss ich überlegt, in der ersten Halbzeit bekommen sie 20. Jetzt bekommen sie 8 bisher, 9. Jetzt kommt Passivzeichen. Erstes Tor an die Schmied in der zweiten Hälfte. Ist ja auch noch im Spiel, so ist es ja nicht. Abwarten. Abwarten. So, Torhüterwechsel nochmal. Andersson kommt. Reingemacht und auch die 7 Meter verwandelt. Respekt. Und wenn es um Meisterschaften geht,
Sie zaubern noch mal am Ende. Aha. Ansatzlos der Druckpass vor dem Körper Schmid auf Bekeler. Und hören Sie mal, was hier in der SAP Arena gesungen wird. Oh, wie ist das schön. Rasmus Lauge, Tor Nummer 8. Und Feierabend. Mit 32 zu 27 gewinnen die Rhein-Neckar-Löwen gegen Flensburg.